Jetzt hältst du mich für Lady Chatterley, die es mit dem Klempner treibt. Du kannst aus mir keinen feinen Pinkel machen, Chris. Ich könnte jeden Tag statt auf den Schießstand in eine Galerie gehen. Nehmen wir an, es vergehen ein paar Jahre und sie lassen sich von Harvey scheiden. Warum sollten wir das tun, Sir? Männer, die mit den Händen arbeiten, haben Vorteile, hast du gesagt. Sehr hübsch. Ein Tisch nehme ich an. Nein, eine Kuh. Irgendjemand da oben benutzt ein Bild mit meinem Gesicht als Zielscheibe. Lass dich doch von diesen aufgeblasenen Hundsteinis nicht länger einschüchtern. Was haben Sie mit meinem Bild gemacht? Wollen Sie damit sagen, dass ich ein Dieb bin? Wunderbar. Liegt doch sowieso wie gedrückt. Das sage ich dir. Hier spricht Esposito. Was ist das? Was hast du da in deinem Mund? Frühstück. Du sitzt hier und stopfst dich mit diesem Zeug voll. Kannst du nicht bis zum Essen warten? Ich hatte aber Hunger. Irgendjemand da oben benutzt ein Bild mit meinem Gesicht als Zielscheibe. Was hat dich denn aus der Fassung gebracht? Es fing so an, dass ich Dolores Gunnelman nicht vernehmen konnte. Sie hatte sich nämlich in ihrer Küche verbarrikadiert, und zwar mit dem rasenden St. Bernard Milton. Und dann brach mir der Absatz von meinem besten und bequemsten Pumps ab. Aber das ist noch gar nichts, Christine, verglichen mit meinem Besuch in Mords Restaurant, wo ich unser Essen holte. Und wer hatte kein Schlankheitsmenü mehr? Direkt neben der Kneipe wohnen so richtige Untermenschen. Du kennst solche Typen. Rücksichtslos, wenn sie Hunger haben. Nach einer Ewigkeit bin ich endlich an der Reihe. Da kommt so ein Kerl ganz lässig an mir vorbeigeschlichen und drängt sich vor mich. Dann haben sie ihn auf einer Bahre rausgetragen. Christine, ich bin ein sehr höflicher Mensch. Sie haben ihn auf der Stelle für tot erklärt. Ich drehte mich ganz ruhig zu ihm um und sagte... Sie sind wohl lebensmüde. Warten Sie, bis Sie dran sind. Und dann bestellte ich deinen Napoleon und dieses Rumpelstilzchen ging an die Decke. Schreit mir ins Gesicht, das ist mein Napoleon, das ist der letzte. Und reißt die Mord auch schon aus der Hand. Ich kann dir sagen, da habe ich mich vielleicht mit dem angelegt. Der gehört mir, Sie Schwachkopf. Wenn Sie früher da gewesen wären, hätten Sie ihn vielleicht bekommen. Und schon habe ich ihn zurückgeschnappt. Und da fängt dieser Kerl an zu kreischen. Sie können von Glück sagen, dass Sie eine Dame sind. Ich liebe New York. Hin und her geht da dein Napoleon. Ich bin davon überzeugt, dass er dadurch noch besser schmeckt. Woher weißt du, dass ich gewonnen habe? Ich hatte keinen Zweifel. Also hör zu, während du weg warst, erhielt ich einen Anruf. Einbruch in der East End Kinderklinik, da müssen wir hin. Oh nein. Doch. Aber bevor wir gehen, muss ich leider die Schuhe wechseln. Ich möchte dir raten, keinen Krümel übrig zu lassen. Die Adresse und ich repariere sie Ihnen. Das wäre ja fantastisch. Das ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Cagney, Besuch für Sie. Hey, Sergeant, wie geht's denn so? Nick. Naja, ich arbeite in der Gegend und dachte, ich schau mal rein und lade Sie zum Essen ein. Och, Sie hätten anrufen sollen. Ich hab gerade gegessen. Naja, das macht fast gar nichts. Wollen Sie Pastrami? Was macht das? Die spendiere ich. Hey. Nick Amatucci. Al Coressa. Freut mich, Sie kommen für einen... Esposito. Hallo. Hey, was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Klempner. Er hat sein eigenes Geschäft. Wie lange seid ihr Kinder schon zusammen? Warum willst du das wissen? Schreibst du ein Buch? Dieser Mord versteht wirklich was von Pastrami. Chris hat erzählt, da gäbe es die besten Napoleons. Ich hätte beinahe einen gehabt, wenn da nicht so ein blöder Trampe gekommen wäre und ihn mir vor der Nase weggeschnappt hätte. Blöder Trampe. Mr. Esposito, kommen Sie in mein Büro. Die Pflicht ruft. Danke für die Pastrami. Hat mich gefreut. Bleib cool, Kumpel. Ich werde mich bemühen. Blöder Trampe. Die hat vielleicht die Klappe aufgerissen. Ich habe ihr sehr höflich zu verstehen gegeben, dass ich zuerst da gewesen bin. Aber die war so von sich überzeugt, dass sie mich überhaupt nicht zu Worte kommen ließ. Sie? Was haben Sie denn hier zu suchen? Wollen Sie jetzt etwa auch noch Beschwerde einreichen? Sind Sie mir etwa bis hierher gefolgt? Nick, ich hab dir doch von meiner Kollegin Mary Beth Lacey erzählt. Mary Beth, das ist mein Freund Nick Amatucci. Angenehm. Gleichfalls. Das glaube ich.
Wir werden unseren Informanten noch mal ausquetschen. Den kriegen wir schon. Hoffen wir das Beste. Ich hab satt, dass ihr zwei immer mit leeren Händen daherkommt. Dekorieren Sie das Büro, Sir? Nein, ich sehe mir nur mein Akademieabschlussfoto an. Mich laus der Affe, das war 1961. Ein guter Jahrgang. Sagen Sie nichts, ich will mal raten, welcher von den Jungs Sie sind. Der dritte von links. Oh. Donnerwetter, wie jung gut. Sie aussehen. Das steht Ihnen aber sehr gut, Sir, wenn Sie älter werden. Sehen Sie den Knaben rechts von mir? Ja. Das ist Danny Carton. Als wir noch blutige Anfänger waren, waren wir Kollegen. Er war ein netter Kerl, er hatte nur Blödsinn im Kopf. Was? Och, nein. Er ist auf Maui, dieser Glückspilz. Und zwar Hoteldetektiv in irgendeinem super Luxushotel. Aber morgen kommt er auf Besuch. Da werden Sie alte Zeiten aufleben lassen. Ah, das waren schöne Zeiten. Wir trafen uns jeden Mittwoch, sogar als ich schon befördert war. Danny, seine Frau, Thelma und ich. Zuerst sind wir gemeinsam ins Kino gegangen und dann haben wir uns ein paar genehmigt. Und dann haben wir Armdrücken gemacht und der Verlierer musste die nächste Runde bezahlen. Tja, mein Ex-Partner verkauft jetzt Anzüge. Jedes Mal, wenn ich in das Geschäft gehe, tut er so, als wenn er mich nicht mehr kennt. Kein Wunder. Nein, das wäre bei uns nicht möglich. Danny und ich, wir waren wie Brüder. Ich fühle mich geschmeichelt. Du und Nick, ihr schlagt euch ausgerechnet um meinen Napoleon. Es geht hier ums Prinzip. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich war zuerst da. Also gut, er ist ein bisschen übereifrig, aber das ist doch nicht so wichtig. Übereifrig? So nennst du das, wenn ein Muskelprotz einer Dame ihr Gebäck stiehlt? Seine Muskeln sind dir nicht entgangen. Er hat aber auch einen süßen, knackigen Hintern. Du hast eine ungewöhnliche Wahl getroffen. Mary Beth, ihr habt euch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mich an Harvey gewöhnt hatte. Ach, wirklich? Ich kann mich noch an das erste gemeinsame Essen erinnern. Und an den Kerl, der zwei unwahrscheinlich große Sandwiches verdient. Harvey wird hungrig, wenn er hart arbeitet. Er brach sie in der Mitte auseinander, schluckte eine Hälfte runter und hielt mir dabei einen Vortrag über Kissinger und Allende. Also fasziniert war ich nicht gerade. Das hat doch kein Mensch von dir verlangt. Der Punkt ist der. Ich habe mir kein vorschnelles Urteil über ihn gebildet. Und heute liebe ich ihn, wie er ist. Das ist sehr großzügig. Miss Casebolt? Oh Gott, dafür werde ich garantiert rausfliegen. Oh, diese Barbaren, sie haben es direkt aus dem Rahmen geschnitten. Direkt aus dem Rahmen. Ganz ruhig, Miss Casebolt. War denn das Bild versichert, Miss Casebolt? Ja, glauben Sie denn, ich würde mich so aufregen, wenn das der Fall wäre? Ach. Warum war es nicht versichert, wenn es eine 250.000 wert war? Ich weiß auch, wie viel es wert war. Ich habe versucht, es zu versichern, aber die Prämien waren unverschämt. Und weil ich so ein fabelhafter Administrator bin, habe ich mich für eine Alarmanlage entschieden. Es war also mein Fehler, okay. Ja, und der Maler, wie heißt er? Philip Greenlow. Ja. Hat Ihnen das Bild vor 2 Wochen geschenkt? Ja, wir wollten es versteigern, weil wir das Geld brauchen für eine Feuerschutzanlage. Darum musste das Bild ja unbedingt hier an der Wand hängen bleiben. Nun verlieren Sie aber nicht die Hoffnung, Miss Casebolt. Solche Sachen tauchen manchmal wieder auf. Oh ja, sicher. Wie meine Handtasche, die ich letzte Woche in der U-Bahn verloren habe. Damals, als ich in Paris war, hätte ich einen Greenlow für ein paar Erdnüsse kaufen können. Magst du denn seine Bilder? Ja, aber darum geht's überhaupt nicht. Wenn ich damals eins gekauft hätte, wäre es heute ein Vermögen wert. Ich, Idiot, habe mir stattdessen ein Auto gekauft. Wie sagt Eileen doch so richtig, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Meine Cousine Eileen, sie hat immer erzählt, dass sie IBM-Aktien für $5 hätte kaufen können. Ah. Der gute Pierre hat gesagt, dass ich ein Auto brauche, um Frankreich kennenzulernen. Pierre? Pierre war meine Jugendliebe. Heute würde ich damit am liebsten seine Gurgel runterfahren. In seinen Eingeweiden alles durcheinander bringen und mit quietschenden Reifen aus seinem Lege niemals einen Groll. Es macht dich krank und bringt nicht das Geringste. Geflügelte Worte von Vetter Rory. In welchem Jahr waren Sie in Paris? 65. In diesem Jahr blickte ich aus dem Fenster und alles, was ich sah, waren amerikanische Mädchen mit langen Haaren und kurzen Röcken. Also, ihr wart das Beste, was einem Expatrioten damals passieren konnte. Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, wie ihr die Bilder auf der Straße verkauft, in Cafés gesessen und wie ihr euch an uns rangemacht habt. Kennen Sie die kleine Bäckerei bei La Coupole? Erinnern Sie sich an die Alte, die alle Amerikaner hasste? Alle ordinären Schimpfworte habe ich von der gelernt. Mr. Greenlow, um auf das Bild zurückzukommen. Vielleicht erinnern Sie sich an jemanden, der besonders starkes Interesse daran hatte, bevor Sie es dem Krankenhaus schenkten. Mein Agent hat eine Liste von Interessenten. Als ich in Paris anfing zu malen, hat sich kein Mensch für meine Arbeit interessiert. Damals schlief ich in einer Badewanne und versuchte College-Mädchen zu bezirzen, damit sie mich zum Essen einluden. Die Zeiten haben sich geändert, was?
Wurde schon einmal ein Bild von Ihnen gestohlen, Sir? Reden Sie davon, was die Händler mir antun? Darüber habe ich nicht gesprochen, Mr. Greenlow. Jetzt sage ich's. Den Queens Tonfall habe ich gleich gehört. Ich höre aber auch ein bisschen Boston. Habe ich recht? Sie haben völlig recht, Sir. Phil, in Queens bin ich nämlich auch zu Hause. Ist das wahr? Ach ja, ich habe angenommen in Soho oder in Village. Sie haben einen Wahnsinnigen erwartet, dem das rechte Ohr fehlt und der mit Wein abgefüllt ist, hm? Oder vielleicht einen mit Baskenmütze und einem lahmen Handgelenk, hm? Nein, das nicht gerade. Tja, schuldig. Ich spiele jeden Samstagabend Poker und lasse kein Spiel der Nix aus. Gefällt es Ihnen? Es gefällt mir sehr gut. Mir auch. Wir haben die Listen von Mr. Greenlows Agenten durchgesehen, Sir. Sie haben die Flughäfen, eine Beschreibung des Bildes durchgegeben? Und eine Liste der Galerien, die sich mal die Hände schmutzig gemacht haben. Da gehen wir morgen als Kunden verkleidet hin. Oh, zwei meiner Besten möchten dem Verbrechen in der besseren Gesellschaft entgegentreten. Essen in schicken Restaurants, importiertes Mineralwasser und schimmerndes Kristall. Wo immer die Pflicht ruft, Lieutenant. Abgesehen davon ist es für eine Kinderklinik. Oh ja. Aber vergessen Sie nicht, sich am Nachmittag bei mir zu melden. Ich werde morgen früh nicht da sein. Alles klar. Danke, Sir. Ein Freund von mir kommt vorbei. Ihr ehemaliger Partner? Ja. Die Zeit fliegt, verstehen Sie? Ja, Sir. Vor einer Minute schien das Leben noch vor dir zu liegen. Man denkt mit seinen Freunden, dass es ewig so weitergeht. Dann blinzelt man und feiert ein Wiedersehen. Ich glaube, wir sollten an unserem Fall arbeiten, Lieutenant. Oh ja, sicher, nur zu. Sie sehen toll aus, Sir. Oh, vielen Dank. Christine, ich glaube, ich ziehe dünne Lederhandschuhe an und einen Hut mit bunten Federn. Würde das gehen? Oh, Mary, das ist doch keine Federn. Zieh dir ein hübsches Kleid an. Oh, so spät ist es schon. Was schenkst du Harvey zum Geburtstag? Eine Bowlingkugel mit Monogramm, Gewicht 15 Kilo, made in USA. Die Lacys kaufen nur amerikanische Produkte. Muriel hat einen Hut. Der hat da so eine süße kleine Brosche und ein Netz. Wir gehen nicht zur Oscar-Verleihung, sondern in Galerien. Trag doch einfach nur dein Haar. Ich möchte elegant aussehen, Christine. Du wirst wunderbar aussehen, glaubst mir doch. Mit sowas habe ich früher meine Zeit vertrödelt, bis ich die Nase voll hatte. Es sollte verboten sein, dass ein Mann Geburtstag hat, bevor er sich nicht mindestens 6 Monate mit einer Frau trifft. Du fragst mich, was ich Harvey schenke wegen Nick Amatucci? Die beiden sind sich doch ähnlich. Oh, ich habe mir gedacht, wir vier könnten uns doch mal treffen, damit Nick sich von seiner guten Seite zeigen kann. Und du zeigst ihm deine. Als du mit David befreundet warst, hätte keine Macht der Welt dich zu so einer Verabredung gebracht. Und jetzt bist du auf einmal dafür? Ich dachte einfach, dass Harvey und Nick sich mögen würden. Harvey würde sich nie vordrängeln und jemanden wegen eines Stück Kuchens umrempeln. Ach, warum verdrehst du die Tatsachen? Sie haben nichts gemeinsam. Da hast du recht. Nick geht Dienstagabend zum Bowling und Harvey Montagabend. Bis morgen, Christine. Von mir aus kannst du Mr. Amatucci kaufen, was du willst. Ich persönlich werde mir einen Hut kaufen mit einer Brosche und einem Dutzend Federn. Wir sehen uns dann morgen. Er ist kreativ und redegewandt, ein bisschen verrückt. Und sie waren beide zur gleichen Zeit in Paris. Greenlow wäre was für sie, nur jünger müsste er sein. Dieser Gary Hart ist vielleicht ein Kerl. Weißt du, was er jetzt wieder vorhat? Aber nein, sie muss sich mit einem Klempner einlassen. Ja? Männer, die mit den Händen arbeiten, haben Vorteile, hast du gesagt. Ja, aber dieser Mann ist gewöhnlich und rüde, Harvey. Na, dann passt er doch zu Chris. Harvey... Was hast du dafür eingetauscht? Werde der Rasenmäher recht? Dieser kleine Chapeau-Liebling war abgebildet in der Modezeitschrift Vogue. Und ich werde damit perfekt angezogen sein. Geh ja nicht in den Park damit. Das Gefieder hat womöglich Freunde da draußen. Sitz ihn ab. Wozu habt ihr das Ding angestellt? Das ist doch Zeitverschwendung. Ja, Esposito hat gesagt... Ja, genau, mit dem spreche ich doch gerade. Das ist ein Schuss in den Ofen, was? Also, Basil, das nächste Mal, wenn die beiden an den Computer wollen, klären Sie das erst mit mir ab. Hey, jetzt ist Zeit für die guten Jungs, die Bronx zurückzuerobern. Kein Punk läuft schneller als wir. Kein Gangster schießt besser als wir. Und kein Sträfling ist es überlegen. Und keine Bronx setzt uns außer Gefecht. Hallo, Danny, alter Knabe. Der gute alte Samuels. Ich hab dich gestern Nachmittag hier erwartet. Ich konnte es nicht erwarten. Bin ich froh, dass du da bist. Du kannst das bestimmt doch weniger gebrauchen. Du siehst fantastisch aus. Oh, was denn das? Was glotzt ihr denn so? Habt ihr was vergessen? Marsch an die Arbeit. Hast du mir das mitgebracht? Warum hast du mir nicht noch so einen kleinen Bassdrock mitgebracht? Da brauchst du aber Ohrringe. Es ist erfrischend, wie Sandrine sich wiederholende Formen benutzt, um den Beobachter in die Wirklichkeit des Raums zu führen, was sich dem angedeuteten metaphorischen Raum vorzieht. Diese Ironie ist erfrischend, aber ich glaube, seine Anlehnung an die präraphaelische Schule ist offensichtlich. Ja, wirklich offensichtlich. Ah!
Und da haben wir ja sogar ein paar Greenlows. Oh. Für uns ist sein Werk wirklich wahrhaft stille Poesie. Wahrhaft. Aber was ist mit dem Greenlow? Ich nehme an, Sie haben von dem bedauerlichen Diebstahl gehört? Natürlich. Wir haben Mr. Greenlow ein beachtliches Angebot gemacht. Das war, bevor sich entschloss, es zu stiften. Ja, bevor. Wirklich ein Jammer. Ein erstklassiger Greenlow. Na, und jetzt? Weg. Ja, und genau das macht das Bild für uns so begehrenswert. Plus provoquant. Oh, parlez-vous français? Oui, j'ai fait mes études à Paris. Vraiment? À quelle école? Lissabon. Ah bon? Je vivais près de là-bas. Je pleure juste en y pensant. Oh bon? Das erinnert mich an mein Gymnasium in Boston und an Softballspielen. An Audrey Feather, sie war der Captain. Sie hat mich immer weit raus ins Feld geschickt, in der Hoffnung, dass niemand den Ball so weit schlagen kann. Dort saß ich dann im Löwenzahn. Lass dich doch von diesen aufgeblasenen, eingebildeten Kunsthainis nicht länger einschüchtern. Du warst einfach fabelhaft, Christine, souverän. Wie Grace Kelly in High Society. Ja? Ich habe nur meine Mutter gespielt. Ich habe mich einfach in die Jahre zurückversetzt, als ich noch Zahnlücken hatte und sie mich jeden Samstag in die City mitschleppte. Gegessen wurde im Russian Tea Room. Danach gab es eine Symphonie oder wir gingen ins Museum. Das klingt nett. So? Ich kann mich noch an einen Samstag erinnern. Meine Mutter hatte Urlaub und wir gingen in die Radio City Music Hall. Wir sahen die Weihnachtsgeschichte und dazu spielte ein riesiges Symphonieorchester. Sie wollte mich zu ihrem Abbild machen, aber ich bin gerade noch rechtzeitig ausgebrochen. Nach der Vorstellung wollten wir Schlittschuh laufen gehen im Rockefeller Center, aber meine Mutter war zu müde. Wir gingen nach Hause. Trotzdem war es ein schöner Tag. Ein toller Tag. Also, Mary Bess, ich hätte gerne Pizza. Michael hat auf den Huhn Appetit und Alice ist noch unentschlossen. Ich nehme, was ihr wollt. Komm schon, Liebling, die Entscheidung liegt bei dir. Was ist denn das? Ich suche mir gerade Kurse für das neue Semester aus. Ich dachte, du würdest mal eine Pause machen. Erstens nehme ich Kunstgeschichte und dann noch Musiklehre. Zwei Kurse? Dienstag und Donnerstag fängt um 6 an. Das sind die Tage, an denen du Alice abholst. Wie wär's, wenn wir die Tage einfach tauschen würden? Dann bist du aber sehr oft nicht da. Harvey, ich habe es satt, ungebildet zu sein. Schon möglich, dass ich Abendkurse nehmen könnte, bis ich alt und grau bin und sie trotzdem niemals einhole. Wen denn? Als Christine 19 Jahre alt war, verbrachte sie ihre Zeit mit Künstlern in Paris. Wir alle würden gern reich und unabhängig sein. Nein, das ist es ja gar nicht, Harvey. Es ist ihre Weltgewandtheit. Die lernt man nur, wenn man da war. Wäre es nicht schön, wenn du mit Alice ins Museum of Modern Art gehst und ihr jedes Bild erklären könntest? Wir können doch mit ihr dahin gehen. Wir können doch mit ihr dahin gehen und eine Führung mitmachen. Ich möchte es ihr aber selbst erklären können. Ich versuche, meinen Horizont zu erweitern. Und wenn du mich nicht unterstützt, will ich Huhn und nicht Pizza. Du kannst deine Kerze nicht an beiden Enden anzünden. Ich weiß genau, was ich tue. Hör dir das an, Harvey. Sowjetrussische Musik von Glinka bis in die Gegenwart. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Grace, du hättest dir nicht so viel Umstände machen sollen. Es waren keine Umstände. Es ist nur eine winzig kleine Kleinigkeit. Na und? Hm? 100% Seide. Hier. Für deine Tasche. Hm? Gefällt's dir? Ja, absolut. Ja. Ja. Gut. Wo soll ich sowas tragen? Was soll das heißen? Du sollst es abtragen? Was meinst du mit dieser Frage? Sollte das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein oder sowas? Vielleicht möchtest du mit mir irgendwo hingehen, wofür ich nicht die richtigen Klamotten habe. Wie oft waren wir aus? 4-mal? Dann hast du meine gesamte Garderobe gesehen. Es ist ein Hemd. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich glaube, ich höre das Essen anbrennen.
So, was bearbeitest du gerade? Einen saftigen Mord? Gestohlene Gemälde. Ganz schön langweilig, was? Wer hat dir denn das aufgehalst? Ich hab um den Fall gebeten. Von dieser Sorte Bilder braucht man nicht viel zu klauen. Da ist eins schon so wertvoll, dass es reicht. Für einen Polizisten bist du ganz schön gebildet, oder? Naja, es gibt eben noch was anderes als Football am Montagabend. Jeder macht das, was ihm am meisten Spaß macht. Und was hast du heute so gemacht? Einen Abfluss freigeräumt? Oh, das war aber eben gar nicht nett. Ich habe einen Haufen Zeit damit verbracht, dir dieses Hemd auszusuchen. Und wenn jemand etwas Nettes tut oder sich viel Mühe gemacht hat, dann wäre vielleicht etwas mehr Dankbarkeit angebracht. Ach ja? Übrigens, nachdem ich heute quer durch die Stadt gefahren war, um dein Lieblingsessen zu besorgen, habe ich von Dankbarkeit auch nichts gespürt. Du hattest da so gar nicht in der Gegend zu tun? Aha. Ich schätze es nicht, mein Privatleben mit der Arbeit zu vermischen. Vielleicht passe ich auch nicht rein. Weißt du... Du kannst aus mir keinen feinen Pinkel machen, Chris. Das Hemd ist doch nur von Pierre Cardin. Na dann, das Hemd ist in Ordnung. Ich bin wirklich müde, ich muss morgen frühzeitig aufstehen. Hey, und was ist jetzt mit dem Essen? Ich gehe lieber. Ich rufe dich an, einverstanden. Hättest du eine Chance gehabt, mich zu schlagen, aber ich weiß genau, mit der Gesundheitsbehörde wäre ich besser weggekommen. Ach, das ist doch ausgeschlossen, ne? Angina. Magengeschwüre, machst du Witze? Der Doktor würde einen Anfall kriegen, wenn er sehe, wie ich das kalte Bier runterstürze. Und die Nierensteine oder der Cholesterinspiegel, der ist bei dir bestimmt hoch bis zum Dach und jeden Morgen ein Topf Haferflocken. Haferflocken. Trink mir auf das Frühstück eines Champions. Ja. Lenny. Es hat mir wirklich sehr leid getan, dass ich nicht zu Vickys Beerdigung kommen konnte. Ist schon gut. Ich habe alles versucht, um dafür frei zu bekommen. Ich fühle mich hundsmiserabel deswegen. Das ist schon 4 Jahre her. Das Leben geht weiter. Trinken wir auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart. Partner. Die Lone Star Bar, wo jeder Streifenpolizist nach seiner Schicht endete. Der Rest ist sieh für dir Sie. Das an, Danny. Oh Gott. Ich möchte wissen, wie oft wir die Schicht hier beendet haben. Jedes Mal. Kannst du dich an das Kino erinnern? Ja. Für 75 Cent warst du drin. Und pleite. Genau. Erinnerst du dich an Freddys Tabakwarenladen? Oh ja, und wie? Wie war das noch? Was hat er immer erzählt? Ein Päckchen am Tag hält die bösen Buben fern. Dann gab er dir immer ein Gratispäckchen, diese grässlichen Glimmstängel. Fatimas. Jack Webb hat die immer geraucht. Ich nehme an, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie immer noch dort wohnt. Oh Mann, war sie nicht wundervoll. Ja, das war sie. Was für ein Mädchen. Und dieses Lächeln. Ich habe einfach alles versucht. Sie hat mich nicht einmal beachtet. Aber mich hat sie beachtet. Was? Das hast du mir aber nie erzählt. Das war ja auch unser Geheimnis. Ach, Bert, es gibt etwas. Ich möchte dich was fragen. Na los, frag schon. Im letzten Jahr zu Weihnachten, Thelma, also sie war in
Sie waren in den Ferien in Maui. Das weiß ich. Die hat David eine Postkarte geschickt. Habe ich Ihnen erzählt, dass ich Großvater geworden bin? Ja, Thelma hat es mir erzählt. Ah, ja. Sie kam mich besuchen und wir sprachen über die alten Zeiten. Du solltest dieses Kind sehen. Nguyen ist sein Name. Er ist wirklich ganz Bert, was Besonderes. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Was willst du damit sagen? Als sie weg war, fingen wir an, uns zu schreiben und uns anzurufen. Sie wird demnächst 2 Wochen Urlaub machen können und sie würde mich in der Zeit gern wiedersehen. Ich wollte erst mit dir ins Reine kommen, bevor ich Ja dazu sage. Hier steht, dass Greenlow beim Malen Impasto benutzt hat. Was ist das? Das ist eine grüne Soße aus Basilikum und Pinienkern. Wie schön. Mach dich ruhig lustig über mich. Das bedeutet, dass er seine Farben sehr dick aufträgt. Aha. Und was heißt das hier? Fauvismus? Mary Bess, können wir mal kurz unterbrechen? Ich will zu einer Mittagsversammlung. Lässt du mich da raus? Ja, gut. Oh Mann, hier gefällt's mir einfach immer wieder. Ich könnte jeden Tag statt auf den Schießstand in die Kunstgalerie gehen. Wir befinden uns hier auf historischem Boden. Weißt du eigentlich, wo du dich befindest, Mary Bess? Wo denn? Vor genau 45 Jahren. Da kam meine Mutter aus dem Hotel da drüben und ihr wurde die Geldbörse geklaut. Ist das wahr? Mhm. Wie viele Male sind wir jetzt diese Straße runtergedackelt und du hast das noch nie erwähnt? In einer Beziehung muss man sich ein paar Geheimnisse bewahren. Wie dem auch sei, bevor sie anfing zu schreien, tauchte dieser junge Streifenpolizist aus dem Nichts auf, rannte hinter dem Kerl her, verpasste ihm ein Ding und brachte die Geldbörse zu ihr zurück. Sag mir nicht, wer es war. Du hast es erfasst. Von diesem Augenblick an ist Charlie Cagney ihr Held gewesen. Oh, Christine. So eine romantische Geschichte habe ich noch nie gehört. Es ist wie Omar Sharif begegnet Julie Christie in Dr. Zhivago. Sag mal, hat er ihr nicht den Magen ausgepumpt? Nein. Nein, das war der Magen ihrer Mutter. Weißt du, es... Jedenfalls sind sie sich begegnet. Ist jemand anwesend, der das brennende Bedürfnis hat, sich mitzuteilen? Ich bin Nick und ich bin Alkoholiker. Hallo Nick. Gestern war mein 40. Geburtstag und ich verbrachte... Ich versuchte ihn mit einer Frau zu verbringen, die ich wirklich sehr mag. Ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, unbelastet in eine Beziehung zu gehen. Und wisst ihr... Meine Frau und ich, meine Ex-Frau, wir lernten uns kennen, als wir im 4. Jahr auf der Highschool waren. Ich war der Captain vom Footballteam und sie war der Cheerleader. Wir haben dann im gleichen Sommer geheiratet. Aber nach ein paar Jahren war ihr vollkommen egal, ob ich Erfolg hatte oder nicht. Der Lack war ab und es hat sie gelangweilt. Wie dem auch sei, meine Frau wollte aufsteigen. Und sie hat gar nicht lang gebraucht, um herauszufinden, dass ich kein Aufsteiger bin. Also hat sie mich verlassen. Es ist nicht gerade angenehm, wenn du kapierst, dass deine Frau denkt, sie ist was Besseres als du. Also, ich kam nicht drüber weg und darum trinke ich. Naja, jetzt trinke ich ja nicht mehr. Und ich habe angefangen, mich mit dieser Frau zu treffen und... ich möchte wirklich, dass etwas dabei herauskommt. Aber wie die ganze Sache zurzeit läuft, das kommt mir alles so bekannt vor und ich möchte die gleiche Geschichte nicht noch einmal erleben. Okay, danke, Nick. Ist da sonst noch jemand? Möchte sich vielleicht noch jemand mitteilen? Ach, nun kommt schon, seid nicht schüchtern. Vielleicht noch einer von euch das Bedürfnis zu reden? Wirklich keiner? Was soll ich mit dem Finger auf euch zeigen? Ihr wisst ja, wie das ist. Also, mein Name ist... Ist Cagney noch nicht da? Ich werde heute ganz allein essen, Sir. Das macht doch keinen Spaß, allein zu essen, oder? Ach, wissen Sie, Sir, für mich ist das wie ein netter kleiner Urlaub. Ach ja? Ich habe festgestellt, wenn ich allein esse, esse ich immer zu viel. Warum kommen Sie nicht einfach in mein Büro, Lacey? Nehmen Sie Ihr Essen ruhig mit. Eine kleine Unterhaltung hilft der Verdauung. Das ist wirklich sehr nett, Sir. Es ist viel gemütlicher. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Grünzeug esse. Im Leben bleibt nichts gleich. Tja. Lacey. Sir?
Darf ich Sie mal was fragen? Es ist eine hypothetische Frage. Hypothetisch? Mhm. Nehmen wir an, es vergehen ein paar Jahre und Sie lassen sich von Harvey scheiden. Warum sollten wir das tun, Sir? Weil es nicht mehr klappt. Naja, Sie sind vielleicht ein bisschen zu sehr mit Ihrer Karriere beschäftigt und er kann es nicht verkraften. Ja, und statt seinem Ärger Luft zu machen, schluckt es runter und es zehrt ihn auf. Oh, das passiert bei uns nicht. Harvey und ich besprechen immer... Es ist ja auch nur eine hypothetische Frage. Sie sollen mir doch nur sagen, was Sie tun würden, wenn es so wäre. Ja, Sir. Also, ein paar Jahre nach der Trennung sehen Sie eine Freundin wieder. Sagen wir wie Cagney. Sie kommt daher mit dem brutalen Geständnis, dass sie angefangen hat, sich mit ihrem Ex-Mann zu treffen. Sie meinen Harvey? Ja. Sie trifft sich mit ihm? Genau das. Ihre Freundin ist aber ihre Partnerin. Sie halten das doch auch nicht für richtig. Naja, es hat nicht so hundertprozentig geklappt mit ihrer Ehe. Das kommt vor. Das bedeutet nicht, dass sie die betreffende Person nicht mehr gern haben. Sie haben nie daran gedacht, dass jemand anderer ihren Platz einnehmen könnte. Und schon gar nicht dieser jemand. Und doch nicht mit ihrer Frau. Lassen wir das. Was würden Sie tun? Was ich tun würde? Ja, was würden Sie Cagney sagen? Hypothetisch natürlich. Was würden Sie ihr sagen? Ich würde sagen, Sir, natürlich rein hypothetisch. Das ist wirklich ein sehr schweres Problem, Lieutenant. Keine Chance für mich und Harvey wieder zusammenzukommen? Nein. Tja, dann, wenn ich versuchte, das auseinanderzubringen, dann hätten wir am Ende drei Menschen, die unglücklich sind. Und so bin ich's allein. Wer sind das Polizeirevier? Mhm. Hallo, Josie. Oh, hallo, Sergeant. Sergeant, hier ist Detective Karen von der Zollfahndung am Apparat. Ja, danke. Sergeant Cagney? Ach ja, wo? Na? Oh, na, großartig. Natürlich, wir werden gleich da sein. Danke. Das war die Zollfahndung. Die haben das Gemälde gefunden. Sie haben den Kerl am Kennedy Airport geschnappt. Das heißt, wir können den Fall abschließen. Sehr gut, Sergeant. Ich will diese Dummköpfe endlich loswerden. Zurück zur ehrlichen, anständigen Polizeiarbeit. Sehr schön. Und bitte nie mehr diese blasierten Galeriebesitzer. Auf Nimmerwiedersehen, so hoffe ich. Ja. Mary Beth. Was ist los? Du würdest. Habe ich recht? Ich würde was? Jetzt hör mir mal gut zu. Harvey und ich, wir werden uns nie, niemals scheiden lassen. Also vergiss es. Sie haben Nerven. Wollen Sie damit etwa andeuten, ich sei ein Dieb? Ja, so sind wir Polizisten eigentlich immer wieder versucht, es zu nennen. Wir finden jemanden, der gestohlenes Gut bei sich hat und glauben, er habe es gestohlen. Ich bin ein angesehener Galeriebesitzer. Und da stehen Sie Bilder aus Kinderkrankenhäusern? Ich habe eine Riesensumme für das Bild bezahlt. Und in gutem Glauben. Natürlich, deshalb haben Sie das Bild ja auch versteckt im Boden Ihrer Gucci-Tasche. Also, wo ist der Kaufvertrag? Ich habe ihn. Ich habe ihn anscheinend verlegt. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Es ist aus mit Ihnen, da helfen Ihnen auch die Seidentücher aus Paris nicht mehr. Sie sind nichts weiter als ein Dieb. Ich verlange umgehend eine Entschuldigung. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ja, das wissen wir. Setzen Sie sich wieder hin. Die Leier kennen wir. Ja? Mr. Greenlaw hat darauf bestanden. Ich habe das Bild gesehen. Es ist eine schlechte Fälschung. Sie, was Setzen haben Sie mit meinem Bild gemacht? Mr. Greenlaw. Ich will jetzt sofort wissen, was er mit meinem Bild gemacht hat. Wir sind in ein paar Minuten Gehen bei wir. Entschuldigen Sie uns bitte. Vielen Dank. Armer alter Mann. Mir tut Mr. Greenlaw wirklich sehr leid. Mann, hören Sie auf mit dem Quatsch. Sie stecken bis zum Hals in der Tinte. Verzeihen Sie mir, da muss ich was verpasst haben. Hat man das Gesetz verändert, ist der Besitz einer Kopie illegal?
Würdest du eine Riesensumme für eine Kopie bezahlen? Wenn ich versuchen würde, sie als Original auszugeben. Ja, das hört sich aber sehr nach Betrug an. Ich bin ganz sicher, dass dieses kleine Spiel hier nicht zu lange dauern wird. Ich würde sehr gern das nächste Flugzeug erreichen. Ihre Kopie scheint mir nicht ganz der Superknüller zu sein, wie es noch vor kurzem schien. Ja, das mag schon stimmen, aber ich bin ein freier Mann. Habe ich nicht recht, meine Damen? Diese Runde ging an die bösen Jungs. Blackwell kichert sich ins Fäustchen und Greenlost wütend. Und das Kinderkrankenhaus hat immer noch keine Feuerschutzanlage. Nicht gerade einer unserer besten Tage. Na, das werden wir morgen wieder gut machen. Was macht ihr heute Abend, Harvey und du? Wir streichen Michaels Zimmer neu. Mhm. Und du? Wirst du dich mit dem Klempner um ein Stück Kuchen prügeln? Schon möglich. Ich glaube, ich werde ihn sogar anrufen. Früher habe ich ganze Tage damit verbracht, Vito Tartoli am Holzfeuerofen zuzusehen, wie er die besten Kuchen der Stadt zauberte. Jetzt hat sein Sohn Mario das übernommen. Charlie hat gesagt, dass es ein Treffpunkt für die Mafia war. Und nur auf den hinteren Plätzen. Aber die wussten, wo man gut essen kann. Versuch mal. Manicotti. Hier. Erst runterschlucken. Okay. Gut, was? Ist das köstlich. Sag ich doch. Du, Nick? Ja? Tut mir leid, das mit dem Hemd. Hm. War richtig dumm. Mach ich. Ich habe überreagiert. Mm-mm. Alte Wunden, weißt du? Du hattest recht. Das ist wahrscheinlich doch wesentlich mehr von meiner Mutter in mir, als ich wahrhaben möchte. Es ist schon gut, Chris. Aber jetzt, sag mir mal, ob das den alten Vito Tartoli nicht stolz machen würde. Na komm schon. Mmh. Ja. Ja. Mmh, das ist köstlich. Ja. Ich hab dir was anderes besorgt. Ich habe das Hemd umgetauscht. Mach auf! Ah, ein Abend in der Oper? Ein paar Vögel beobachten oder den Sonnenaufgang? Da ist noch was in der Schachtel. Für das Spiel die Rangers gegen die Bruins, die hauen wir in die Pfanne. Klar doch. Damit kannst du ganz aus der Nähe das Blut an ihren Trikots sehen. Ja, also. Tja, könntest du noch ein bisschen was essen? Ich könnte dieses Zeug die ganze Nacht essen. Na dann, hey Aldo. Dasselbe nochmal, aber mit einer Portion Käse. Wie wär's mit Muschelmarinara? Du bist nach meinem Geschmack. Du, Aldo! Das gehört zu den Weihnachtsfotos. Oh, Harvey, unsere Alice beim Anblick des Weihnachtsmannes. Aber das entspricht nicht meiner Vorstellung von Lebenserinnerungen. Ach, sieh mal, Liebling, was für ein Lächeln. Genau wie ihre Mutter. Schatz, ich habe über meine Abendkurse nachgedacht. Sieh dir das an, Spaghetti-Soße im ganzen Gesicht verteilt. Da sieht sie dir aber ganz schön ähnlich. Ich habe auch über die Kurse nachgedacht. Ich werde sie schon abholen, wenn du nicht kannst. Nein, Harvey, du hattest ja recht. Ich kann keine Gelehrte werden in einem Semester. Sieh mal, so viele Geburtstagsgeschenke. Glaubst du nicht auch, dass wir sie ein bisschen verziehen? Ich fange im Herbst wieder an und auch nur einen Kurs, wie wir es geplant hatten. Du bekommst, was du willst. Ich habe alles, was ich will. Und was machen wir, wenn wir mit ihr ins Museum gehen? Wir machen eine Führung mit, wie alle anderen auch. Und das Plauderstündchen mit Künstlern? Harvey, stell dir mal vor, Christine müsste beruflich in einer Kindertagesstätte als Mutter auftreten. Sie würde es nicht schaffen, nicht mal 3 Minuten. Vergleichst du das Museum mit einer Kindertagesstätte? Findest du nicht auch, dass das genauso kostbar ist wie ein Picasso?
Rate mal, wen ich neulich im Gericht gesehen habe. Ah? David Keeler. Er hat in einem Fall wegen überfüllter Gefängnisse gewonnen. Oh, das ist gut. Es wäre auch unverschämt, wenn Diebe und Mörder ihre Fernsehgeräte teilen müssten. Er trug diesen braunen Anzug, der so gut zu seinen Augen passt. Mary Bess, warum gehst du nicht mit ihm aus? Man wird sich doch mal mit dir unterhalten dürfen. Als ich mit David Schluss gemacht habe, hast du gesagt, dass du mich verstehst. Ja, ja, das tue ich doch. Ah, und jetzt hältst du mich für Lady Chatterley, die es mit dem Klempner treibt. Habe ich das gesagt? Nur weil ich nicht die Absicht habe, schmutzige Windeln zu waschen, heißt das noch lange nicht, dass meine Beziehungen bedeutungslos sind. Ich möchte nur, dass du ein bisschen glücklich bist. Das stimmt nicht. Du willst, dass ich mich verheirate. Wenn ich glücklich gesagt habe, meine ich glücklich. Nick macht mich glücklich. Gut. 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 Habt ihr beide euch eingetragen? Samuel sucht euch schon überall. Hab gerade einen Anruf von oben erhalten. Die haben ein Telex von Interpol. Sie können ihren Gemäldediebstahl abschließen. Wurde es gefunden, Sir? Und nun regen Sie sich bitte nicht auf. Unser Informant in Zürich sagt, das Bild wurde verkauft. Es ist weg. Ja, Sir. Sie sind beide also zurück an Bord. Und schicken Sie mir Esposito und Caressa rein. Und sagen Sie ihnen, die ersten beiden Worte, die ich hören möchte, sind Fall abgeschlossen. Sofort, Lieutenant. Ich komme gleich nach. Sir? Ja, was ist denn? Wie geht's denn so? Naja, wir haben uns lange unterhalten und Sie treffen sich also jetzt. Muss für Sie ein harter Brocken sein. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann... Hören Sie auf, sich über mich den Kopf zu zerbrechen, Lacey. Ja, Sir. Für mich ist es sowieso dasselbe. Gestohlen oder gekauft, alle meine Bilder enden irgendwann mal in einem Museum oder in einem Privathaus. Und ich sehe sie nie mehr wieder. Das muss doch schrecklich frustrierend sein. Sehen Sie, ich male für die Reichen. Und das genügt Ihnen? Ich werde gut bezahlt. Ich habe dieses Atelier, ich habe ein schönes Haus in Flushing und ich habe eine Wohnung in Paris. Sie nagen nicht gerade am Hungertuch, nicht? Nein, aber mir fehlen die Mädchen mit den langen Haaren und den kurzen Röcken. Das Bild ist also weg. So sieht es eigentlich mit meinem ganzen Werk aus. Man muss es loslassen und vergessen. Ich bin ja nun kein Künstler, aber genau wie Sie übe ich einen Beruf aus und werde dafür bezahlt. Und für gewöhnlich genügt mir das. Haben Sie mal einen Lappen für mich? Hier. Um die Arbeit drücke ich mich immer. Ich habe ziemlich viel Übung in letzter Zeit. Wir haben das Zimmer meines Sohnes neu gestrichen. Mary Bess, du redest zu viel. Ölfarbe? Lackfarbe. Fensterrahmen und die Fußleisten. Ist das Bild nicht aufregend, Mary Bess? Sehr hübsch. Was ist das, ein Tisch? Nein, eine Kuh. Mary Bess, ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Christine, manchmal sehen die Dinge in der Kunst so aus, wie sie sind, aber ein anderes Mal erscheinen sie uns wiederum abstrakter. Und so kommt es, dass eine Kuh auf einmal wie ein Tisch aussieht, so wie das da. Richtig. Als ich mit dem Bild anfing, war es eine Ziege. Mhm. Ach ja? Manchmal in unserem Beruf, unsere Fälle, die gehen auch nicht immer rosig aus. Aber man muss sich davon trennen können, wie Sie sagten. Gar nicht mal schlecht. Ein richtiges Renaissance-Vibe. Aber manchmal zwischendurch bekommt man einen Fall, das ist ein richtig harter Brocken und Sie kriegen ihn nicht aus dem Kopf. Ja, und da muss man dann einfach ein bisschen mehr tun, um ihn vorwärts zu bringen. Ihn am Kragen packen, damit ich das Gefühl habe, ein Polizist zu sein. Denk an den Verkehr, Mary Bess. Ich glaube, wir müssen jetzt ins Revier zurück. Eine Sekunde, Sergeant. Es ist ein Beruf wie jeder andere. Genau wie Ihrer. So von einem Queens-Bewohner zum anderen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Malen Sie ein zweites Bild für das Kinderkrankenhaus. Er kann sie nicht am Fließband produzieren wie ein Chevy, Mary Bess. Nun komm jetzt endlich. Würde das den Fall vorwärts bringen, Detective? Ich denke schon, Sir. Wie soll es denn aussehen, mein Bild? Wie ein Tisch oder eine Kuh? Ja, ja, Greenlow kommt sich vor wie Mutter Teresa und die Kinderchen kriegen ihre Feuerschutzanlage. Ich komme mir vor wie Mark Landon in Ein Engel auf Erden. Das ist eine lehrreiche Familienserie. Was machen wir als nächstes, Mary Bess? Jimmy Stewart davon überzeugen, nicht zu springen oder Robert Montgomery helfen, den Kampf zu gewinnen? Wir sollten einen neuen Satz Räder besorgen.